Willkommen zurück, liebe Freunde meines Kanals, hier zu Sekiro Shadows Die Twice. Nachdem wir in der letzten Folge ziemlich im Feuer verbrannt sind, dachte ich mir, gehen wir jetzt mal einen Schritt zurück und kaufen uns erstmal ein paar neue Knallerbsen. Die könnte ich unter Umständen nämlich noch gebrauchen. So, Ashina Burgtor, und dann machen wir im Hirata-Anwesen weiter. Wobei ihr mir auch schon ein paar gute Tipps geschrieben habt, wie wir unter anderem den Bullen besser besiegen können. Nämlich mit dem mit der Feuerzeugprothese für meine Ninja-Arm. Ich will nur ganz kurz zum Händler. Ich glaube, ja, war hier bei ihr mit drin, ne? Ich glaube, hier war doch noch eine Händlerdame oder ein Händlerdude, der hier irgendwo rumgestanden hat, bei dem wir Zeug kaufen konnten. Dachte ich zumindest. Ja, hier. Nun denn, der Krieg wird deine Pflichten, werden sich auch nicht... So ist es. Nee. War hier nicht noch irgendwo ein Händler gewesen? Der Ashinak, das ist uns, du gewinnst, ich hoffe. Hä? Aber hier war doch noch ein Händler, bei dem wir was kaufen konnten. Nun denn, hin. Okay. Anscheinend nicht. Aber wenn ich böse Geister besiegen soll und dafür vielleicht die Knallerbsen brauche, dann wäre es doch ganz gut, einen dazu passenden Händler hier zu haben. Ah ja. Ihr seid auch infiziert. Muss mir was auf dem Schlachtfeld eingefangen haben. So eng in der Brust. Ich muss ein Opfer darbringen. Okay, finde ich gut. Aber verkauf mir mal zuerst was. Ah, verkaufst gar keine Samen. Ach du Schreck. Okay. Ja, also hier könnte ich jetzt auch die Reinigung vollziehen. Ihr habt auch geschrieben, dass es nicht ganz so unpraktisch wäre, das in dem anderen Gebiet nochmal zu machen, damit dort die Questreihe weitergeht. Sprich, das sollte ich vielleicht dann in Angriff nehmen. Erstmal. Gehen wir aber wieder zurück ins Hirata-Anwesen, Audienzsaal. Denn jetzt haben wir immerhin den Schlüssel bekommen und können jetzt dort unten rein und vielleicht dann gegen den großen Gebietsboss hier kämpfen. So. Genau hier unten drin nämlich. Oh Gott, gleich kommt ein krasser Bosskampf. Vater? Mutter? Die Schmetterlinge, sie sind fort. Alle sind fort. Kurosama. Illusionstechnik. Es ist lange her, Sohn des Uhus. Schmetterling. Geht jetzt. Wer ist... Tut, was nötig ist. Ja. Nun gut, Sohn des Uhus, sollen wir tanzen? Irgendwie habe ich Angst vor ihr. Vitalität und Haltung. Je niedriger die Vitalität, desto langsamer die Haltungserholung.
Je langsamer die Haltungserholrate wird, desto röter wird die Haltungsanzeige. Gegen Feinde mit schneller Haltungserholung ist der Ausweich-Konter-Stil, ist der Ausweich-Konter-Angriff ideal. Bei niedriger Vitalität des Feindes sind Angriffe gegen die Haltung sehr wirksam. Dann RB für okay. Schmetterling. Warum? In der Tat. Warum? Du stirbst, wenn du an dir zweifelst. Also bis jetzt halte ich ja bei ihr besser durch, als ich dachte. Auch wenn sie als Wah! Wow. Sagte er und kassierte erstmal zwei mächtige Tritte von der alten Oma. Schmetterling heißt sie. Naja, da schlägt sie mich nieder. Egal, komm, wieder ran hier. So, Oma, nix, wird nix mit der Rente. Meine, ich habe sie ja schon fast auf der Hälfte. Aber sie hat nur einen Punkt, das bedeutet... Sie kann dann bestimmt wieder irgend so eine Supertechnik. Irgend sowas, was mir zum Schluss so richtig reinhaut. Ich hab gar keine Kügelchen mehr. Na egal, jetzt bin ich ein bisschen... Du warst noch ein Welpe, sagt sie zu mir, die böse alte Frau. Okay, aber wozu brauche ich dann die Knallsamen? Ich habe echt noch Angst, dass die jetzt in der zweiten Runde irgendwas auspackt, wo ich Knallsamen brauche. Stimmt, dich gibt's ja auch noch, dich Lulatsch. Aber ich kassiere gleich mal. Ja, warte mal, Bro, ich gehe ganz kurz mal und mache den Reset-Knopf. I'm sorry for that. So, nochmal das Ganze hier. Ja, ich habe halt echt Schiss, dass sie dann irgendwas auspackt, wofür ich, Glaubst du es mal, war hier was? Das sah gerade so aus. Nee. Dass sie irgendwas auspackt, für das ich dann, diese Knallerbsen brauche. Und dann habe ich sie nicht bereit. So, Oma. Der Pflegedienst ist da. Boah, sie hat echt miese Tricks drauf.
Boah. Ey, der kriegt sich echt einmal so eine Ladung durch, ne? Boah, krass. Boah, fuck. Am Anfang dachte ich noch, boah, ich bin voll gut in den Kampf reingekommen. Und dann zieht sie mich erstmal ab. Dann zieht sie mich hier so richtig ab, die Alte. Aber ich habe sie halt schon, also ihren Balken schon recht weit vollständig gehabt. Also man kann, also ich habe mich mal mit Zombie unterhalten und der meinte, man kann ja eigentlich so gut wie jeden Gegner, auch die Bosse, halt komplett mit diesen Pariersachen dahin raffen. Das wäre halt echt interessant, wenn das bei ihr ginge. Also ihr Kampfstil ist, zumindest in der Hälfte, die ich jetzt kenne, es kann sein, dass es nochmal anders wird, relativ simpel. Wenn sie zum Beispiel diesen Sprung macht. Ja, das ist natürlich nicht so einfach, aber wenn sie diesen Sprung macht, dass sie einfach nur kurz in die Luft geht, dem kann man echt super leicht entkommen. Ein Kampf, wo ich mich ja gar nicht traue, überhaupt irgendwas zu sagen. Ich will sie halt einmal bis auf die Hälfte runterkriegen, um mal zu gucken, ob sie dann nämlich ihre Strategie wechselt. Boah, krass. Ja, ich darf also nicht derweil immer noch versuchen auszuweichen. Ja, ich sterbe jetzt mal zwischendurch. Einfach nur, um nicht die ganze Zeit immer die Wiederbelebung zu brauchen. Weil das war jetzt sehr offensichtlich, dass ich sie nicht im Griff habe. Und wenn man den Gegner nicht im Griff hat, dann braucht man auch nicht bis aufs Äußerste spielen. Ich kann mal gucken, ob ich sie ein bisschen mit meinen Sternchen hier drangsalieren kann. Ja, das meine ich mit so zwischendurch. Das meine ich halt. Oh, wie entgeht man dem eigentlich? Boah, fuck. Mit gezieltem Bunny-Hopping oder was? Wie mache ich das? Ja, ich kann mich noch dreimal heilen. Von daher kann ich auch wieder aufstehen.
Wie entgeht man dem? Leute, wie entgeht man dem? Ich finde es ja als Boss ganz cool eigentlich. Ich meine, sie lässt einem ja auch echt genügend Platz, um Konter zu landen. Auch wenn der Kampf schon echt anstrengend ist. Wie schafft man das? Wie? Nein! Ah, oh, so kurz vorm Ende, ey. Alter, Leute. Aber Progress, ne? Das ist so die einzige Attacke, mit der ich nicht umgehen kann. Alles andere kriege ich hin. Das ist echt die einzige Sache. Und wir probieren es jetzt einfach nochmal. Und zwar nehme ich diesmal eben diese Wirbelwind-Technik mit. Also nicht den Ashina-Kampfstil, sondern halt jetzt eher mal diesen anderen. Gucken, ob ich... Also, brauche ich ja gar nicht. Kann ich ja einfach hier machen. So. Wirbelwind-Hieb, genau. So. Dann checken wir jetzt nämlich einfach mal, ob wir damit ein bisschen mehr austeilen, wenn wir sie schon... Versuche halt die ganze Zeit zu schlagen, obwohl sie gar nicht in meiner Reichweite ist. Es kostet mich gerade unblöd viel Leben. Okay, also der Schmetterlingsschlag ist schon cooler. Aber den blockt sie halt auch mal öfter ab.
Ich nenne jetzt Schmetterlingsschlag, obwohl es der Wirbelwindschlag ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, hier braucht man echt Ausdauer. Zum Beispiel in dieser Runde hat sie noch nicht einmal diese andere Attacke gemacht. Und das meine ich. Irgendwann hat man dann halt so eine Lackrunde, wo es dann halt echt gut funktioniert. Shit. Jetzt wollte ich mich schon wieder ausgewichen. Ich habe nur das Rote gesehen und bin ausgewichen. Oh oh. Ja, ich glaube, dass der Anfang war halt, da ich mich zu oft blöde angestellt. Oh Mann, Leute, oh Mann, Leute. Okay, es ist wirklich, es ist der Sprung, ne? Es ist wirklich der Sprung gewesen, Leute, die ganze Zeit. Ich hätte immer nur springen brauchen. So, alte Oma. Wird nichts mit der Rente. Beeindruckend, Junge. Das war so klar. Oma Boss Kampf Teil 2. Ja. In diesem Fall verliere dich in meinen Illusionen. What? Okay, sie. Ah ja, und jetzt kann sie hier noch kleine Helferlein summonen. Alter. Alter, nicht euer Ernst, nicht euer fucking Ernst. Okay, Leute, hier machen wir erstmal Schluss. Oh, Alter. Jetzt habe ich gedacht, boah, krass, wie ich sie abserviert habe und dann kommt sie hier damit an. Ja, man kann die Dinger halt, man kann diese Dinger halt mit diesen Knallsamen dort wegzaubern. Aber davon habe ich nur 3 Stück und jetzt haben wir auch schon echt eine halbe Stunde aufgenommen. Von daher lassen wir es erstmal bleiben für heute. Hey, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage trotzdem bis zur nächsten Runde. Da habe ich mich so gefreut, aber natürlich Hochmut kommt vor dem Fall. Naja, was soll ich sagen? Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Haut rein und gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. BB, euer Iyuga.